Ich begrüße euch in mein Traumdeutung. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Träume haben wir alle. In meisten Fällen verarbeitet unser Gehirn die täglichen Eindrücke und diese Träume haben keine Bedeutung. Manchmal haben wir Träume, und wir fühlen auch, das ist wichtig, das ist eine Botschaft, ist aber eine Symbolsprache und die Traumdeutung beschäftigt sich mit diesen Symbolen. Die Bilder entstehen von der Energie von Neptun und der Mond vermittelt uns diese Bilder. Wenn ihr solche wichtige Träume habt, könnt ihr gerne schreiben, unten befindet sich meine E-Mail-Adresse, aber bitte mit Nickname, weil ich möchte das anonym behandeln. Und der nächste Traum ist, ich lese das vor, schrieb mir mit Nickname Obesala. Anfang Oktober habe ich geträumt, dass eine Löwin direkt vor meinen Tür sitzt und als ich den Tür aufmachte, drehte nur den Kopf zu mir. Zwei andere Löwin waren weit, aber auch um den Haus. Sie haben mir nichts getan. Zweiter Traum vor 3 Wochen. Ich fuhr mit einem wunderschönen Auto, Cabrio, mit einem Apotheker. Ich kenne ihn. Dann fing er das Geld zu zählen, 500er Euro-Scheine. Dann befand ich mich plötzlich in einem hohen, schönen, reichen Gebäude. Ich weiß es nicht, aber die Träume vergesse ich nicht. Kannst du mir erklären, was das bedeutet? Liebe Obesala, also du hast 2 Träume. Die erste Traum ging um 3 Löwen. Die eine sitzt direkt vor die Tür, andere Löwinnen sitzen weiter weg, aber um dem Haus. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mich würde das erschrocken, wenn ich sehe, dass vor meinem Haus ein Löwe sitzt. Aber diese Löwin hat dir nichts getan. Die anderen Löwinnen haben dir auch nichts getan. Das heißt, du brauchst keine Angst zu haben. Und die Traum deutet genau in die Richtung hin. Keine Angst. Nicht einmal dann, wenn 3 Löwinnen da sitzen. Natürlich, ich wünsche nicht, dass du das in Tat erlebst, aber verstehe die Symbol dabei. Nicht mal die Löwinnen haben dir etwas getan, sondern saßen friedlich da. Ich gehe sogar so weit, dass diese Löwinnen dich sogar beschützen. Und die Traum sagt mir klar und deutlich, verlier deine Ängste. Erstes Mal ist unnötig. Zweitens stehst du auch um Schutz. Die zweite Traum, ein wunderschönes Auto, dann ein schönes Gebäude, dann die Reichtum, ein Mann dabei, wo Geld zählt, sogar der Beruf ist bekannt. Es geht um Lebensqualität, würde ich mal so sagen. Und du fährst diese Cabrio. Und du machst dieses Weg. Es sind einige Sachen, was dein Leben verbessern können. Ein tolles Auto, ein schönes Haus, Geld zu zählen und da sind größere Geldscheine, das sind 500-Euro-Scheine und ein Mann in deiner Seite mit einem Beruf, wo dich vielleicht auch, wo du dich auch angezogen fühlst. Und die sind sachlich, aber diese Bilder würden dein Leben verschönern. Vielleicht ist das dein inneren Wunsch. Und versuch mal, diese Wünsche als Ziel zu setzen. Und die Cabrio drückt mir aus,
Das ist frei. Diese Freiheit und natürlich auch die Luft. Versuch mal, klar zu werden, was sind deine Träume? Wie könnte das dein Leben verbessern, dass es an Qualität kommt? Und wie erreichst du deine Ziele? Weil die Möglichkeiten sind da. Und so könnte ich beide Träume deuten und ich bedanke dein E-Mail, diese Anvertrauen und auch das Zuschauen. Bedanke mich auch für das Zuschauen. Eure Dendera.